und herzlich willkommen zu Finance TV. Es sind spannende Tage in Europa und wir sprechen heute mit Volker Hellmeier. Er ist Chefanalyst der Bremer Landesbank. Herzlich willkommen. Herr Hellmeier, Sie haben öfters mal gesagt, um die Eurozone steht es eigentlich gar nicht so schlecht, wie man beim Blick in die Nachrichten, in die Zeitung vermuten könnte. Jetzt haben wir es vor kurzem erlebt, Spanien braucht Unterstützung für seine Banken. Sind Sie nach wie vor optimistisch? Ich bin nach wie vor optimistisch und das hat sehr gute Gründe. Wir haben, wenn wir die Eurozone in der Gesamtheit betrachten, die Strukturreformen sehr weit vorangetrieben. Selbst Martin Feldstein von Harvard University sagt, die strukturellen Haushaltsdefizite, das ist also Haushalt minus Zinszahlung auf die Staatsschuld minus konjunktureller Effekt, sind in der Eurozone weitestgehend beordnet. Und damit unterscheiden wir uns zum Beispiel von USA, Japan massiv. Mehr noch haben wir 3% aller Voraussicht nach dieses Jahr Neuverschuldung laut Prognose OECD oder IWF. Und das vergleicht sich mit USA, Japan 8-10%. Wir haben eine ausgeglichene Leistungsbilanz in der Eurozone. Wir sind die Patentschmiede der Welt. Es gibt keine Region der Welt, die mehr auf die Beine stellt. Wir haben alle Voraussetzungen, um Europa zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Wir brauchen dafür aber auch eben die innere Solidarität. Das klingt ja an sich gar nicht so schlecht, wenn man es so aufzählt. Trotzdem sehen wir Griechenland im Chaos. Wir sehen jetzt auch Spanien. Da kommen die ersten Rufe, die Eurozone droht auseinanderzubrechen. Sehen Sie das auch so oder würden Sie sagen, dadurch, dass wir jetzt Spanien helfen, wird sich die Lage nachhaltig beruhigen? Ja. In der Strukturpolitik der letzten 30 Monate haben wir primär uns nur um die fiskalischen, die haushaltstechnischen Defizite gekümmert und dort Strukturreformen ins Leben gerufen. Und wir haben das konjunkturellen Aspekte und gesellschaftspolitischen Aspekte, die Stabilitätsaspekte vernachlässigt. Was wir jetzt mit Spanien machen, wo es Fraktusprobleme gibt, ich will diese Probleme nicht wegreden, im Bankensektor, ist ein überdimensioniertes Programm für die Banken aufzusetzen mit bis zu 100 Milliarden. Nach unseren Berechnungen werden wir 70 Milliarden Worst Case brauchen. Ein überdimensioniertes Programm, das aber nicht einhergeht mit einer weiteren Strangulierung der Wirtschaft in Spanien. Das ist eine Lernkurve aus den letzten 30 Monaten. Ich halte das für richtig. Spanien hat kein Problem mit dem Geschäftsmodell. Da sind sie als Beispiel nach Deutschland der zweitgrößte Automobilzulieferer der Welt, sind mit Deutschland führend in den alternativen Energietechnologien. Es ist die Gemüsekammer Europas, also auch im Agrarbusiness sind sie gut aufgestellt. Sie haben gute Infrastruktur. Also von daher bin ich hier zuversichtlich. Aber die Probleme, die wir haben, die müssen eben auch adressiert werden. Sie werden jetzt adressiert, um damit die Paralyse, die Lähmung, die es im Zuge dieser Krise der Banken in Spanien gegeben hat, auch ein Stück weit aufzulösen. Wir haben ja vor einigen Jahren erst eine große Krise erlebt. Sehen Sie Parallelen zur Krise von 2008 oder haben wir hier grundsätzlich was anderes? Es gibt Parallelen, weil wir eben auch diese Immobilienprobleme haben. In den Märkten in Irland ist es beordnet, in Spanien sind wir dabei, es zu beordnen. Und ich gehe davon aus, dass wir damit eigentlich den größten Teil der nachhaltigen Strukturarbeit hinter uns haben. Es bedeutet nicht, dass noch nicht noch weitere Probleme auf uns zukommen. Sie sind in erster Linie konjunktureller Natur und die werden wir in meinen Augen im Laufe der nächsten 12-18 Monate auch in den Griff bekommen. Sie sind jemand, der diese Reformbemühungen, die in Südeuropa stattfinden, eigentlich recht positiv bewerten. Würden Sie sagen, das Bild, was in der Öffentlichkeit vermittelt wird, ist zu negativ? Es ist in meinen Augen zu negativ, weil wir die Erfolge der Strukturpolitik eben überhaupt nicht thematisieren. Und ich hatte eben eingangs schon gesagt, dass wir die strukturellen Haushaltsdefizite, und das sind die problematischen, wenn Sie so ein Haushaltsdefizit haben, müssen Sie wegen Krebs zum Onkologen, wenn Sie ein konjunkturelles Haushaltsdefizit haben, müssen Sie zum Hausarzt wegen einer Grippe. Die haben wir im Griff. Und wenn wir uns mal genau anschauen, was in Spanien, in Portugal, in Griechenland passiert, dann sehen wir auch eine Gesundung der Waren- und Dienstleistungsbilanzdefizite. Diese Länder hatten noch ein riesiges Problem, hohe Defizite. Wir haben seit 2008 die Defizite in Griechenland und Portugal um 55% reduziert, übersteigende Exporte, das ist der entscheidende Punkt. Da sieht man die Änderung der Geschäftsmodelle. Und bei Spanien liegt es bei 82% seit 2007, von minus 70 auf minus 13 Milliarden. Und wenn man latent die Erfolge ausblendet und sich nur auf die Misserfolge und Probleme fokussiert, dann kommt es zu einer Asymmetrie der Wahrnehmung an den Märkten, in der Bevölkerung. Und gerade in Deutschland ist es bitter, weil wir an sich der größte Profiteur der Eurozone sind. Wir haben von den Konjunkturpaketen 2008 bis 2010 alle anderen Länder mit unserem exportseitigen Modell profitiert. Wir haben einen Euro-Dollar-Kurs für unseren Export, der überhaupt nicht zu unserem Wachstum passt. Erhalten da eine Subventionierung und über den Zins an den Kapitalmärkten nochmal. Wir werden dreimal begünstigt. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum Deutschland so gut läuft. Und da sollten wir vielleicht mal Danke sagen. Was müsste denn passieren, damit diese Bemühungen sich auch in der Bewertung, sagen wir mal, an den Märkten widerspiegeln können? Ich denke, dass einmal meine Kollegen, ich bin da recht alleine, sich bemühen sollten, eben gleichschenklich über Europa zu diskutieren
Und es ist ein zweiter Aspekt, dass das mediale Umfeld gerade in Deutschland, und damit unterscheiden wir uns von vielen anderen europäischen Ländern, sehr stark fokussiert ist auf negative Nachrichten. Ich erlebe das im Übrigen bei Talkshows, die der zweiten Reihe, nämlich gerne, da werde ich gerne eingeladen, aber da, wo es wirklich um Meinungsmache geht, besetzen doch meistens die negativ tönenden Protagonisten meiner Branche die Akzente. Dann sprechen wir doch mal über was Positives. Würden Sie sagen, das, was in Europa teilweise passiert, taugt vielleicht sogar als Vorbild für andere Regionen, andere Länder? Im Hinblick auf die Reformpolitik müssen wir sagen, ja. Man hat sicherlich die fiskalische Reformpolitik unter Vernachlässigung der konjunkturellen Aspekte etwas übertrieben. Aber wir können eins feststellen, solche Reformpolitik, wie wir sie in der Eurozone umsetzen, hat es in der Geschichte der Industrienation noch nie gegeben. Und das verdient auch Respekt. Respekt gegenüber den Ländern, die sie umsetzen, Respekt gegenüber den Bevölkerungen, die darunter leiden. Da gibt es eine gewisse Selbstüberschätzung bisweilen hier in Deutschland. Und wenn man diesen Respekt hat, dann fällt die Solidarität auch gar nicht so schwer. Ich möchte noch einen Punkt in dem Zusammenhang bringen. Wenn Europa fällt, dann wird Deutschland fallen mit dem exportseitigen Geschäftsmodell. 70% der Exporte laut Kreditanstalt für Wiederaufbau gehen in die Eurozone, und zwar des deutschen Mittelstands. Und der deutsche Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft für Beschäftigung, für Ausbildung, für Steueraufkommen. Das heißt, es geht uns im Moment sehr gut, aber manchmal reitet denjenigen, dem es sehr gut geht, eben auch ein Pferd, das in die falsche Richtung galoppiert. Was viele ja auch ein bisschen verstört zurzeit in der Situation, ist diese Verschuldungsthematik, wo immer wieder ja auch dieser Spruch kommt, man kann eine Schuldensituation nicht lösen, indem man neue Schulden aufnimmt. Das sehen Sie, glaube ich, auch ein bisschen anders. In der Tat, das klingt im ersten Moment vollkommen konkludent. Es geht aber voll in die falsche Richtung. Das ist so gut wie eine Bild-Zeitungsüberschrift. Die entscheidende Frage ist, ist die Neuverschuldung konsumtiver Natur? Da reden wir über Amerika, Japan. Oder ist sie investiver Natur? Da reden wir über die Eurozone, weil wir ändern die Geschäftsmodelle der Länder. Wir ändern die Fiskalstrukturen. Laut den Berechnungen von meinem Kollegen Dr. Pfister, Chefvolkswirt der Bayerischen Landesbank, wir waren gestern in Berlin bei den Handelsattachés der Botschaften, verändern wir die Wachstumspfade, die Potenzialwachstumspfade unserer Reformländer über die nächsten Jahre von 15-20%. Ich finde, das ist ein Thema, über das könnte Professor Dr. Sinn mal demnächst sprechen. Herr Hellmeyer, ich würde ganz gern auch mit Ihnen zum Abschluss unsere drei Fragen machen, mit der Bitte um eine kurze Antwort, gerne auch einfach Ja oder Nein. Wir fangen mal an mit Spanien. Wird Ihrer Einschätzung nach Spanien mehr Hilfe benötigen mittelfristig als diese 100 Milliarden für die Banken? Nein, ich gehe nicht davon aus, die 100 Milliarden sind überdimensioniert. Zweite Frage, wird die Eurozone in 10 Jahren noch bestehen? Definitiv ja. Und dritte Frage, ist die EU zukunftsfähiger aufgestellt, als es die USA sind? Im Hinblick auf die Gesamtkomposition des Potenzials der Wirtschaft ja. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Das war Finance TV für heute. Wir sind morgen um 12 Uhr wieder für Sie da. Machen Sie es gut.